fanden Sie das Spiel? Ich fand... Naja, mittelmäßig. Ich fand das Spiel langweilig. Ich fand das Spiel schön. Langweilig, weil die Völker schlecht gespielt haben. Wir waren nervös. Also, es war richtig langweilig. Gut, aber ich fand es halt dumm, damit sie gespielt haben. Ich hätte sie besser gewünscht. Ich fand es so gut, dass die Kräuter jetzt dann noch den Gegentreffer gefangen haben. Ich dachte, sie gewinnen das Spiel, aber trotzdem denke ich mal, dass wir in den nächsten Spielen wieder auf Erfolgstour sind. Das Spiel war interessant. Ich bin etwas enttäuscht von dem Schiedsrichter, weil doch ein paar Sachen dabei waren, die sehr grenzwertig meiner Ansicht nach erscheinen. Vor allem der Elfmeter war meiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt. Was war der beste Spielzug? Das Tor. Die ersten 5 Minuten, 3 konkrete, saubere Chancen. Ja, der hat zum Tor geführt. Der war richtig schön raus. Seine Tor. Es gibt jemanden, der hat das erste Tor geschossen haben. Da war ich nicht dabei, ich fand eigentlich gar nicht so schön. Den Freistoß an, den vom, ich weiß nicht mal, wer das jetzt genau war, aber den Freistoß in der, kurz in der, glaube ich, 57. Minute oder so, den fand ich ganz gut geschossen. Ich würde mal sagen, der beste Spielzug war der, als das 1-0 fiel. Und was wünschst du den Vöttern für die Zukunft? Ach, dass wir aufsteigen in die erste Bundesliga und dass wir jetzt das Spiel vielleicht noch drehen. Ich wünsche den Vöttern Zukunft, dass sie auch in die erste Bundesliga kommen. Aufsteigen. Dass sie in die erste Bundesliga kommen. Dass sie gewinnen und aufsteigen. Der Breitensport in dem Sinn bedankt sich auch nochmal für die Einladung, weil wir doch für unsere Jungs die Freikarten gekriegt haben. Auch an den Eltern ein Dankeschön, dass sie alle tapfer mitgegangen sind. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann mal wiederholen dürfen.